Liebe Geschwister, liebe Freunde, wer sich nur um die eigene Achse dreht, seine Mitmenschen und vor allem Gott, seinen Schöpfer, ausblendet, den bezeichnet Jesus als Narr. Hierzu lese ich einen Bericht aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, Vers 13 bis 21. Ein Mann in der Menge wandte sich an Jesus. Lehrer, sag doch meinem Bruder, er soll mit mir das Erbe teilen, das unser Vater uns hinterlassen hat. Jesus antwortete ihm, Freund, ich bin nicht zum Richter für eure Erbstreitigkeiten bestellt. Dann sagt er zu allen Umstehenden, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn er noch so groß ist. Jesus erzählt ihnen dazu eine Geschichte. Ein reicher Grundbesitzer hat eine besonders gute Ernte gehabt. Was soll ich jetzt tun, überlegte er. Ich weiß gar nicht, wo ich all das unterbringen soll. Ich hab's, sagte er, ich reiße meine Scheunen ab und baue viel größere. Dann kann ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte dort unterbringen und ich kann zu mir selbst sagen, gut gemacht, jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Gönne die Ruhe. Iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann alles, was du besitzt? Und Jesus schloss, so steht es mit allen, die für sich selber Besitz aufhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Amen.